Ich dachte eigentlich, es kommen mehr Leute zu Seed. Hey, level up! Ja, geht. Ja, Seed muss ich gucken, dass ich denen die leichten Waffen, die treffsicheren gebe. Weil sein Skill ist halt sehr, sehr niedrig im Anstieg. Bei dem kann man noch ein bisschen aushelfen. Er ist halt tanky wie Hölle. Aber irgendwann ist halt auch die Grenze angekommen. So. Ja, das will ich eigentlich. Und sie müsste eigentlich jetzt auch schon tanky genug sein, um die Angreifer da vorne durchhalten zu können. Ich kalkuliere, bevor ich dann sie da alleine stehen lasse. So, also, du machst 21 Schaden. Du hast gar keine Reichweite mehr dahin. Gut, dann hat sich das eben gerade schon alles erledigt, was ich gerade für Bedenken hatte. Warte, hattest du nicht eine... Genau, der hat einen Sword Slayer. Darauf müssen wir aufpassen. So, Evan, dümpel du mal hinterher. Du gehst in die Ecke. Ach Gott, dreimal daneben geklickt. Irgendwann sollte ich doch mal treffen. So. Was machen wir nur aus dir, Vanessa? Oh, süß. Nope. Einmal. Und zweimal. So. Der Einzige, der wirklich was machen könnte. Der hätte sogar genug Crit gehabt, um gefährlich zu sein. Bitter. Boah, wieder zwei. Einfach nur krass. Nope. Haben wir eigentlich... Obala, schon wieder die dämische Halterung. Ich muss mich echt mal anders dahin hängen. Haben wir eigentlich mal überhaupt gesehen, dass Seed mal einen Todestreffer gelandet hat? Crit ja, aber Todesstoß? Waffe kaputt? War ja klar. Hast du auch... Ja, hat er... Kann die... Kann sie da hin? Nein, kann sie nicht. Ein Schritt müsste nach vorne. Ja, dann warte da mal. Wir heilen dich. Und stellen dann wahrscheinlich fest, dass ich da diesen Zug nicht hätte machen sollen, ohne zu gucken. So, warte mal. Du hast eine Def von 13, Geschwindigkeit von 12. Ja gut, 12 ist halt nicht so schön, aber du hast eh nicht mehr. Okay. Hm. Ja, hol du dir mal dein Level up. Ja, bitteschön. Oh. Stimmt ja. Die sind ja schon aufgestuft, die geben dadurch wesentlich mehr Punkte. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Eine Nullrunde. Wie geht das? Ja, der bewegt sich eh nicht. So, für jetzt also nicht nur du. So. Okay, dann warten wir jetzt mal. Jetzt kommt der dahin. Autsch. Einmal. Okay. Müssen abstechen, ihr Freili. So.
Der Dude kann von dem... Nein, nicht angreifen. Heilen bitte, ja. Dann kann sie da oben hingehen. Die anderen beiden ins Visier nehmen. Ich denke mal, das sollte klappen. Ende aus. Ich rechne da jetzt nicht nach. Das sollte jetzt klappen. Ende. Der hat eine Stahllanze. Und du hast auch eine Stahlwaffe. Du machst damit 20 Schaden. Ist ja eine Verteidigung von 13. Ja, also das sollte definitiv reichen. Du machst nur 17. Komm schon, Evan. Nee. Wer soll die Punkte denn bekommen? Na komm. Nicht so. Ja, du hast zwei Chancen mit dem Toxic-Ding, das... Gut. Mit dem Toxic-Teil hinzukriegen. So, dann bleibt nur noch der übrig. ...20% und eine Crit-Rate. Und La Rochelle crittet erneut. Süß. Und noch ein Level up. Reicht das? Nein! So knapp! So, Evan, jetzt machst du dich mal auf den Weg. Boss, okay. Oh, wow, wow, wow. Also sie könnte es machen, aber dann packt er den Sword Slayer aus und dann sind wir im Arsch. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gruppieren uns schon mal um ihn herum. Den Boss hier gleich richtig auf den Keks zu gehen. Okay. Sieht gut aus. So. Talk. So. Evan. Du hast Marisa rekrutiert. Ich habe die Hoffnung, dass es besser wird. Aber sie hat 13 Skill von Beginn an. Das ist doch schon mal in Ordnung. Oh. Na gut, dann defeaten wir den jetzt mal. Brave Sword. Jo. Würde ich sagen. Zack. Und wir schön Schaden erstmal machen können. Der macht zwar nicht viel Schaden, aber wenn er den Sword Slayer halt rauspackt, dann haben wir ein little bit Problem. Aber ich glaube, wir haben eh noch eine Effektivwaffe, das könnte sich sehr schnell erledigen. Jupp. Könnte. Ich will aber ein bisschen noch auf ihn einprügeln. Nope. Eventuell können wir ihn nämlich so anschwächen, dass wir hier eventuell nochmal was zukommen lassen. Dann obwohl, ich brauche mir eigentlich gar keine Sorgen mehr machen, wenn ich mir die Werte so angucke. Hier. Ja, muss ich halt mal gucken, dass ich Marisa dann einfach heilen lasse. Wie so eine Irre. Oder wie sieht's aus? Fast. Der killt ihn. Na gut, dann würde ich sagen, wir versuchen es mit dem Giftbogen. Wow. Der weicht schon noch aus. Er weicht beide Maus. Nee, da hat Crit. Das will ich nicht eingehen. Na komm schon. Wow.
musste gerade ein wenig durchatmen, weil ich erst im Kampf realisiert habe, dass er 2 Crit gegen ihn hat. So, jetzt aber. Bitteschön. Ich brauche mir bei ihr eigentlich überhaupt keine Sorgen mehr machen, weil der Anstieg einfach in den beiden Death-Werten einfach so massiv ist, dass man sich da echt keine Sorgen machen muss. So. Wir gehen jetzt aber hier direkt mal über, weil ich wollte eigentlich ein bisschen... Genau, das ist die Mission, wo wir Knoll bekommen. So, das heißt also... Warte mal, was gab's hier im Shop? Lux... Luna kann man ja kaufen. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal an dem vorbei. Da werde ich aber direkt wieder... direkt rausgehen. Ja, ja. Bla, bla, bla. Ja. Ups. Jetzt habe ich mich verdrückt. Upsala. Das war ja auszusehen. Okay. So, ich würde gerne hier hingehen. Denn ich würde gerne Marisa ein bisschen leveln. Ich hatte eigentlich vorgehabt, eine der Level-Essenz, Level-Dinger, Lara Shell zu geben, aber das hat sich jetzt gerade so ein bisschen erledigt. Trade. Ich werde nur zeigen, wie ich sie jetzt ein bisschen trainiere. Und den Rest, ja, machen wir dann im vorgespulten Sinne und gut ist. Wo bist du denn dort? Vielleicht bräuchten wir noch deins. Genau. Man kann ja auch ja flüchten. Wenn ich mich noch recht erinnere. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wie viel Schaden macht ihr? Ihr macht 10 Schaden. Im Schnitt, ja, 10 Schaden. Okay. Das heißt, ich brauche Einheiten, die nicht allzu viel Schaden von euch kriegen. Zum Beispiel Cormac. Jillian ist auch noch okay. Jillian nehmen wir doch nochmal raus. Arthur ist besser. Okay. Das passt eigentlich, die drei. Cormac, du kannst doch gerne noch dein Item behalten. Ich weiß. Obwohl, warte mal, Trade. Gib das Montana weiter. Haben wir noch was? In der normalen. Nee, okay. Nur das. Falls ich die Mission doch nochmal finishen muss, nehme ich jetzt noch. Nehme ich dann noch mit. Dich. Okay. Formation. So. Dahin. 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 Okay. Also. Ich mache eigentlich jetzt nichts weiter als eine einzige Sache und das heißt, und das ist, meine Einheiten werden angegriffen. Und das sieht halt wie folgt aus. Okay, irgendwie läuft keiner hier unten lang. Das ist schade. Dann muss ich das so machen. So. So. Und dann machen wir gleich mal die Sache ganz einfach. Wir schalten jetzt die Animation aus. Und warten. So. Oh, da. Schon wieder gegen das Mikro gekommen. So, und das ist jetzt der ganze Spaß, den wir jetzt haben. Ich werde jetzt nicht weiter trainieren als, ja, als das, was die... Warte mal, kann ich rückziehen? Ja, ich kann Rückzug machen. Also ich werde nicht weitermachen als das, was wir an Stäben dabei haben.
Und das spule ich aber vor und würde mich jetzt schon mal verabschieden von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Fire Emblem. Also, bis dahin.